Ja, meiner Seite jetzt der bekannte Schauspieler Andreas Brugger. Wir kennen uns seit, sag ich mal, schon mindestens 15 bis 20 Jahren, ist richtig, ne? Länger. Länger sogar. Länger. Ja, das kann ich dir sagen. Wir kennen uns seit 27 Jahren ungefähr. Oh mein Gott, okay. Wir haben damals, darf man das auch natürlich verraten, in einer natürlich Boyband zusammen. Ja. Mit Lotto King Karl. Der aber nicht singen durfte, weil er es nicht konnte. Jetzt werden ganz viele Insider verraten. Aber hier bist du zum 13. Mal dabei und paddelst für den guten Zweck. Und da möchte ich dich gerne mal fragen, wie es überhaupt zu dieser Verbindung kam mit Michael Stich und seiner Stiftung. Na, die Verbindung wurde durch Michael hergestellt. Mhm. Und natürlich habe ich damals gesagt, na klar, Wasser, Sport, bei so einem Wetter, Hamburg, für die gute Sache, ja, für die AIDS-Stiftung der Kinder, aber auch fürs Hospiz im UKE und jetzt ja für die ukrainischen Kinder. Finde es auf jeden Fall ganz wichtig, dass man da auch ein Zeichen setzt. Mhm. Wenn wir schon so hilflos sind, wie wir eigentlich sind, wir in der Bevölkerung, ja, aber zumindest können wir ein bisschen was Gutes tun. Wir hatten ja zwei Jahre kein anderes Thema und das ist dann schade, wenn andere soziale Themen und andere Krankheiten und andere betroffene, sag ich mal, Zielgruppen dann kaum noch ins, sag ich mal, in den Fokus kommen, ne? Das ist eben das Problem der Prioritäten. Mhm. Und ob du jetzt Spendenaktionen nimmst für wohltätige Zwecke oder auch ganz speziell meinen Bereich, also jetzt des Schauspiels, der Theater, mhm, der Kultur, das war ein Desaster und ist für viele noch ein Desaster, mhm, nachträglich. Also nur weil der Himmel jetzt blau ist, heißt das für viele nicht, dass die Sorgen deswegen weniger da sind. Aber ich hoffe, alles wird sich wieder zum Besseren wenden. Was dürfen wir denn persönlich von dir erfahren? Jetzt schon die ersten sportlichen Animationsrufe. Was dürfen wir denn über dich persönlich, über deinen weiteren Werdegang als Schauspieler erfahren? Was gibt es aktuell von dir? Kann ich dir überhaupt nichts zu sagen. Ja. Weil ich bin ja ein bisschen entspannt, was das betrifft, entspannter. Mhm. Und zwar nicht nur durch Corona. Ich habe viel gelesen in den letzten Jahren. Ich habe mir viel Zeit für die Familie genommen. Habe Haus und Garten und Kinder beschäftigt. Alles prima. Und jetzt gucke ich, was kommt. Wie eben alle anderen auch. Und welchen Platz heute, welchen macht ihr heute für die Michael Stich, sag ich mal, also, Stiftung? Also hier heute nicht, ich will nicht zu viel vorgreifen, aber ich denke mal, es sind 18 Boote, wir werden bestimmt den 16., 17. Platz machen. Von vorne? In der Reihenfolge. Ich weiß, vor 3 Jahren beim letzten Rennen hatten wir auch das Behindertenboot, ja, dabei, so, was ich ganz toll finde. Und wir waren einen Platz, also als 16. Position vor dem Behindertenboot. Ich hätte mir gewünscht, es wäre umgekehrt gewesen. Mhm. Da dieses Prominentenboot aber nicht trainieren kann, mhm, denn die kommen ja erst am Abend zuvor rein, ja, ja, ist das ein ganz entscheidender Nachteil. Aber es hat symbolische Strahlkraft, genau, dass ihr dabei seid. Ne? Das absolut. Das Höchste, was wir mal erreicht haben, das war, als wir Dritter geworden sind, und das war schon erstaunlich, mit Luan Krasnitschi und einigen ehemaligen Profisportlern, den Hingsten, super, der war auch dabei. Ja, Hingsten, Zehnkämpfer, also ja, das sind ja super Athleten, vor allem du warst ja auch immer The Body auch gleichzeitig, immer aber durchtrainiert. Ja, ist ja so, ich weiß es ja. Aber Body und alles Mögliche, das bringt überhaupt nichts. Der Gleichtakt macht es, mhm, und da kannst du ein Strich in der Landschaft sein, mhm, wenig muskulös, wenn du den Rhythmus hast, bist du auf jeden Fall vor. Und das also werden wir versuchen. Mentale Fähigkeiten. Genau. Andreas, ich wünsche euch heute viel Spaß und viel Erfolg und wie schön, dich wiederzusehen. Dann sehen wir es heute Abend, ne? Sowieso.